getting low on brews. Whoa, check that out. Guys, it's worse than we thought. What's that? All we've been taught. Our whole lives in the factories. Everything we thought we knew. It's all lies. But the truth? We're not just the schmucks we always thought we were. We're something much, much more. But right now, we gotta survive. And what the keeper said we need. You found the keeper? I did. And she told us what to do. But what she meant, I can't figure out. Wait, she? Was she hot? She was the oldest thing I've ever seen. What'd she say? She said we needed to take the brew, because it keeps us all enslaved. But we knew that. Say anything else? Well, she said, for what good is the poison if it's tainted with its cure? But what does that mean? Just doing that creepy stuff again. Those are ingredients. I wrote them down when I was figuring out how to craft medicine for the sick guys. But I... The ingredients. It's like they're all swirling into the brewery. Does it want us to mix them into the brewery? What good is a poison if it's tainted with its cure? Wait, the brewery pumps brew out to all the factories in Moodles. Maybe it's telling us to mix your medicine into the brew before it gets pumped out to all those factories. But I only crafted the medicine in small doses. How would we ever find enough to mix it for all those factories and all those slaves? But you already got the recipe, and it's only 5 ingredients. But how will we get enough to match Dos Mudos' biggest brewery? How about Vico Depot? Huh? Vico Depot. It's close by on the Z Line, and its switch track is coming up. But Vico's a freight yard, not a deep, dark, abandoned mine shaft like where I found the stuff. I don't know, Abe. Anything manufactured on Oddworld passes through places like Vico Depot every day. And all those ingredients you wrote down, I'm pretty sure they're all used by food, drug, and makeup companies, aren't they? I guess they are. Toby, if we can get Abe into Vico Depot, then maybe we can get some favors from some old buddies still slaving away there, and they could ID the red containers, and Abe could help them load them onto this train. Then run this train right up that river. Maybe that's it. If we don't do this now... We gotta try. Let's do it.
this is my nap hour. Sorry to bother you, Mr. Aslick, but there's these rumors been spreading around about uprisings and train hijackings and... You woke me for rumors? For silly conspiracy theories? Well, but the guys, they're pretty freaked out in there. Damn it, there is no Abe guy. There is no uprising. Moloch burned down his own damn farm. We know this because never in history has a Mudokon beaten a Gluckin ever. Of course you're right, Mr. Aslick. I didn't mean to. They'll believe anything. What is it now? Excuse me, sir, but I thought you should know. There's these rumors circulating. Hijackings, uprisings, instantaneous combustion, creepy stuff. Troops are getting worried. So me and the boys were thinking that maybe we should... Don't. Excuse me, sir? Don't think. It makes you say stupid things. For decades, my brew has insured against such possibilities. Yeah, what if it ain't working anymore? You dare suggest my brew isn't working? But don't I pay you to suppress rumors? Well, yeah, you do, sir. Well then, do it! This makes no sense. My brew has always worked. There must be some other... Moloch. Moloch, this is his doing. His plot has failed, and to save himself, he's trying to blame my brew. That traitor! Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr am Start seid. Ganz schön langes Intro, 8 Minuten ungefähr. Aber ich muss sagen, mir gefallen die Videosequenzen im Spiel tatsächlich sehr gut. Und ich gucke sie mir auch sehr, sehr gerne an. Also, wir sind jetzt im Fico Depot und müssen hier irgendwie die Zutaten für unser Heilmittel rankriegen, damit wir das bei der Bräuerei sozusagen mit in die Tanks kippen können oder halt generell einfach das Bräu wieder gesünder machen. Ganz schön laut hier, relativ viele Züge, aber es ist ja auch ein Depot. Alles automatisiert natürlich. Und so ein geiler Liegestuhl mit 2 Pedalen, wo man annehmen, auflegen und Musik in die Ohren machen kann, würde ich mir tatsächlich auch kaufen. Wir gucken mal, Depotplatz geradeaus, Terminal 2 auch, Terminal 1 links. Was sagt denn die Questlinks eigentlich? Schleiche dich auf den Lagerplatz des Depots. Abe kommt dem Gegengift immer näher. Es muss nur den Lagerplatz erreichen und es stehlen. Sämtliche Mudokons, denen er unterwegs begegnet, werden ihm helfen wollen. Nicht alle Mudokon-Arbeiter sind im Freien unterwegs. Okay, na, wir gehen mal hier rein. Wir sollen zum Depotplatz. Werden natürlich direkt teleportiert. Eine Brücke wäre ja zu einfach gewesen. So, hier oben sind die ganzen Arbeiter. Die sind echt ganz schön fleißig, so wie sie rumrennen. Ich höre es schnarchen. Ah, ja, jetzt weiß ich, was geschnarcht hat. Aber ist nicht schlimm. Wir können ja zum Glück chanten hier und dann machen wir das natürlich auch. So, Recycling, haben wir noch was? 20 Mulas sind bei rumgekommen. Wir haben doch mittlerweile Golddreieck. Hä?
Müssen wir das Brotdings wiederfinden? Ne, Goldviereck habe ich und hier brauchen wir Golddreieck. Ach, na super. Haben wir überhaupt das Goldviereck schon einmal benutzen können für irgendwas? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Klebeband, Blechdose, leere Flasche und wir holen uns hier noch ein paar Gebräuflaschen. Und dann mal gucken, bis jetzt sehe ich eigentlich fast nur Mudokons, keine Slicks. Da hinten ist wieder so ein Spawner. Naja, wir werden schon sehen, was auf uns zukommt. Ich bin recht positiv überrascht, dass das Spiel doch so lange geht. Also ich hätte gedacht, als wir bei der Wächterin angekommen sind, dass dann so früher oder später ein, zwei Folgen wahrscheinlich Schluss sein wird, aber es ist tatsächlich noch nicht so. Obwohl man auch sagen muss, dass es sehr enttäuschend gewesen wäre für den Preis von 50 Euro, wenn das hier bloß so ein, keine Ahnung, 6-7 Stunden Spiel gewesen wäre. Wir ziehen mal am Hebel, mal gucken, was passiert. Somebody mess with me. Oh, da oben ist er. Ah, wir können nicht chanten. Alter Schwede, war der laut. Mir gerade so heftig ins rechte Ohr gebrüllt. Achso, der drückt den Hebel dann wieder, weil der nicht will, dass wir das tun. Also würde ich sagen, wir jumpen einmal. Und schon wieder gefurzt. Beware. Chant Suppressor in Operation. Ah, cool, ist sogar ein Schild, dass wir hier nicht chanten können. Ist es wirklich so? Es ist wirklich so. Ja, wie kommen wir jetzt hier am besten weiter? Den da oben kann ich nicht chanten. Ich komme aber auch absolut nicht da hoch. Müsste aber auch nicht... Kann ich den irgendwie da oben durchtreffen? Komme ich irgendwie da runter? Da drüben komme ich hin, ja. Sonst wüsste ich nicht, was wir tun sollen. Ich kann den Aufzug... Diesen Fahrstuhlaufzug, was auch immer da... Nicht. Das mal, wenn wir hier dran werfen, ja, den kann ich nicht hier vorbringen, weil... Nee, das bringt nichts. Weil der dann oben am Hebel zieht, aber treffen tue ich ihn von hier auch nicht. Wenn ich jetzt nochmal, dann geht er doch bestimmt da drüben hin, ne? No way. Treffe ich den jetzt? Ja, jetzt treffen. 1, 2, 3, komm. Zack. Zieh am Hebel. Her mit dem Ding. Work Zone Performance. Scheiße. Hä? Das sah komplett so aus, als würde... Als wäre das Ding schon da gewesen. Entschuldigung. War ich mal wieder eine Sekunde zu früh. So, das passt. Wir schnappen uns den Mist. Ich glaube, der ist nur betäubt hier, ne? Ja. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir hätten jetzt ihn zwar auch nochmal bestehlen können, aber... Naja, jetzt haben wir die zwei Schließfächer nicht mitgenommen. Was soll's? Haben wir nochmal leere Flaschen gefunden? Ja, ne? Na, nee, ich will die Schließfächer noch haben. Entschuldigung. Ach, das war schon wieder so ein doofer Tod. Schon wieder unendlich viel Zeit gefressen. Aber naja. So, die Flaschen noch. Jetzt haben wir's. Schade, dass da nicht nochmal ein Checkpoint kommt. Aber wir wissen ja jetzt, wie es weitergeht und damit... So, wir haben vor uns gar nicht... Ah doch, wir waren hier unten, oder? Ja doch, wir waren hier. Wir sammeln das nochmal fix ein und dann machen wir den oben wieder... Setzen wir den außer Gefecht, dass wir uns die Plattform ranholen können und dann haben wir es doch geschafft. Da hinten kommt dann auch gleich der nächste Checkpoint. Das noch, was mich übrigens extremst nervt und ich glaube, es ist der Epic Games Launcher, über den das Spiel läuft, dass ich andauernd, ihr seht es jetzt nicht im Video, aber hier so eine Meldung kriege, was für Spiele gerade im Angebot sind. Vor allem komplett groß, geht auch nicht weg. Kann man bestimmt irgendwo ausstellen, aber es ist doch, wer will denn sowas? Wer will denn mitten beim Zocken auf einmal so ein riesen Viereck unten rechts haben? Und da steht, was haben wir aktuell? Der Mega Sale Tresor ist offen, so nah am Spiel warst du noch nie, NBA 2021 bietet ja die nächste Generation Basketball. Cool.
macht das wenigstens, dass diese Meldung nach 3-4 Sekunden wieder verschwindet. So. Er ist außer Gefecht gesetzt. Wir rufen die Plattform. Können trotzdem nochmal hier rüber. Mach auf, mach auf. Danke. Jetzt können wir hier in der Mitte noch drücken. Lieferkanone? So, ich kann das wieder selber fahren. Okay. Hier scheinen Gegner in der Nähe zu sein. Obwohl, das hören sie erstmal nicht. Passt. So, nächster Checkpoint. Hier gibt es wieder Gebräu. Können wir denn irgendwas Cooles herstellen? Ich wollte ja eigentlich mal extremst gerne eine Gebräunate machen, aber wir finden irgendwie nie Desinfektionstücher. So, was haben wir? Da unten müssen wir 70 Mula bezahlen. Haben wir 70 Mula? 34 haben wir bloß. Am I getting punked? Was ist denn jetzt passiert? Da oben ist Strom draufgekommen. Aber der Strom geht auch nicht weg. No, no, no. Wenn ich ja nochmal... Achso, nee, der Typ ist wieder. Ah, okay, also müssen wir irgendwie... Boah, wie soll ich den denn hier durchtreffen? Haben wir noch irgendwas anderes? Bloß eine Gebräuflasche. Chanten darf ich auch nicht. Eigentlich bräuchten wir einen Flummi-Bonbon. Weil das kann mehr als einmal von der Wand abprallen. So ungefähr. Ach, komm schon. Mist. Ich darf nicht so... Nein, ich darf nicht so viele verschießen. Ah, jetzt ist er schon K.O. Die Bosse mögen es nicht, wenn wir spirituell werden. Du wurdest von einem Chant-Unterdrücker gesäppt. In ihrer Nähe musst du vorsichtig sein. Weiß ich doch. Davon bin ich schon 1000 Mal gesäppt worden. Nie was passiert. Jetzt kriegen wir eine Meldung. Also, was heißt nie was passiert, aber... War jetzt nicht so, dass wir deswegen gestorben wären. Ah, schon wieder. Jetzt können wir zwar hier aufmachen, ich wüsste aber nicht wofür. Wir könnten halt seinen Hebel nochmal ziehen, aber das macht ja bloß den Strom wieder an bzw. aus. Also sehe ich nicht so wirklich den Sinn. Oh, habe ich jetzt... Dachte, ich habe es abgebrochen. Okay, jetzt kommen die unten. It wasn't me, I tell you. That ape guy did it. I'm being framed. I'll prove it. Moloch made no further comments before fleeing authorities. If the accusations are true, and they would appear to be, not only was the entire workforce wiped out, but the livestock too. You hear something? Paramites and scraps burned to a crisp, not even fit for use in the most subpar paramite you hear that? Or scrap cake. In the most scandalous insurance scheme of the last century, investigators found that Moloch the Glocken torched his own factory in the hopes of collecting that moolah. He is currently in hiding. Do you have any clue as to his whereabouts? Let us know. I'm here to save you. Follow up me. With the odd. So, er hat sich endlich ausgequatscht. Da bin ich nicht traurig drüber. Deswegen war ich gerade so ein bisschen ruhig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen, glaube ich, da unten wieder weiter. Chanten darf ich nicht. Also wir können es eigentlich nur mit Gebräuflaschen und... Also hier mit Fitzi-Pop. Ja, ich würde die so gerne chanten. Einer würde mir reichen. Haben die eigentlich Schlagstöcke mit Taschenlampe dran, oder? Soll wahrscheinlich nur Strom darstellen. Ach geil, gegen seinen Helm bringt's gar nichts. Und die sind ja sofort wieder da. Mist, haben wir Fitzy Boom? Ich hätte gerne einen Fitzy Boom. Na, eigentlich idealerweise, wenn beide gleichzeitig auf einer Position sind. Gut, dann holen wir uns erstmal den hier. War's das? Ist immer noch nicht tot. Sollen wir die denn kaputt kriegen?
Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das hinkriegen sollen. Wir können natürlich auch mal wieder mit Nebelschleier. Können wir nicht. Problem ist, wir haben halt auch nicht unendlich viel von den Sachen. Irgendwann müssen wir mal eine Lösung finden. Naja, wir machen erstmal Stopp hier an der Stelle. Und dann gucken wir mal nächste Folge, dass wir hier weiterkommen. Ich springe nochmal ganz fix hier oben durch den Checkpoint, auch wenn eigentlich nicht viel passiert ist seitdem. Dann weiß ich, dass wir hier weitermachen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.